Nein. Willkommen zurück zum Witcher. Nein. So, ich musste jetzt, weil ich keine Feuerstelle gefunden habe, bis in den Sumpf. Hab dort schnell meditiert und hoffe, wir können uns jetzt unsere Rüstung holen. Wie kann ich euch helfen? Ist die Rüstung bereit? Ja. Sie wird euch gute Dienste leisten. Danke. Habt Dank für die vielen Anderlinge, die ihr gerettet habt. So. Ich hätte mich hier zur Ruhe betten können. Ich bin da ein Vollpfosten, ey. Lebt wohl. Naja, was soll's. Abgeschlossen. Okay. Ich glaube, das gibt dann bald noch eine neue Stufe. Rüstung plus 7. Ausdauer plus 25. 5. Okay. Okay. Was ist das? Teil einer Rüstung. So. Ich verschwinde hier. Da liegt meine alte. Und wir gehen zum Herrenhaus. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir ja den, wer stand dort? Graf de Wett, glaube ich, war es. Ja, de Wett. Der steht ja jetzt rum. Mal sehen, ob er uns jetzt durchlässt. Die alte Pfeife. Und dann mal sehen, was uns bei dem Herrenhaus erwartet. Ich könnte mir vorstellen, dass Azad Javed jetzt dort hinten rumhängt. Und wir ihn ein bisschen zurechtstutzen. So, ne? Zack. Dann marschieren wir mal los. So. Oh, Zauber ist wohl auch hochgegangen. Also Magie. Das finde ich gut. So, jetzt nehmen wir hier nochmal den Silbernen raus. Und da steht noch so eine Pfeife rum. Oh, komm her. Ich hab dir jetzt schon einmal in den Rücken gepiekst. Jetzt bleib auch stehen. Jetzt machen wir das auch fertig. Da sind ein paar mehr wieder unterwegs. Ich
ein kleines Pünktchen jedes Mal. Hallo. So. Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter, im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit! Hexer, schließt euch mir an! Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung! Mit mir, Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien! Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Nein, das seid ihr, Mutant. Ich bot euch die Möglichkeit, Macht zu kosten. Ihr habt euch dagegen entschieden. Also werdet ihr wie ein Hund sterben. Das bleibt abzuwarten. Ergebt euch! Ja. So, und jetzt kommst du noch dran, du dumme Sau. So, der Rest? Bist du der Letzte oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nö, brauchen wir doch nicht. Das tut nämlich nur ins Normale rein. So. Ja, wir haben eine neue Stufe. So, altes Herrenhaus. Jetzt müssen wir uns jetzt erstmal hier wieder durch den Sumpf kämpfen. Da war ein Leck. So.
Ach, wieder Woody Neues. Oh, das ist mir jetzt kein Problem. So, noch ein paar Punkte hier. Dann mache ich euch halt. Der andere hat ja Schiss. Hallo. Da hinten, ich sehe schon das Herrenhaus. Ich würde aber gerne, sehr gerne, vorher nochmal ein Lagerfeuer finden, dass wir unsere Punkte noch vergeben können, bevor wir dort hochgehen. Halt, dann nehmen wir dich. Ich hasse das so hinterher zu rennen. So. Muss es doch hier noch eine Feuerstelle geben. So, da räumen wir hier wieder den ganzen Sumpf auf, oder was? Willst du mir jetzt sagen, dass das alles seine Schergen sind hier, die Ertrunkenen, oder was? Da möchte ich jetzt nur auch nie reinfallen. So. Maskierte Krieger, da gehe ich jetzt mal noch nie rein. Sonst kommt am Ende dann gleich wieder die Zwischensequenz. Okay. Na gut, also ich habe jetzt hier nichts gefunden. Maskierter Krieger. Der sieht mir nach menschlichem Wesen aus. Wer wird langsam sterben?
Und dann nehmen wir die Pfeifen noch. Hallo! Da ist wieder so eine maskierte Pfeife. Eine Feuerstelle. Sehr gut. Oh. Na, der hat ja ordentlich. Aha. Das ist ja mal cool. Tammelfleisch. Da mal oben rein. Katze. Toxisch, Wildkatz. Aus der Regeneration weiße Möwe. Wildkauz, Wildkauz. Warum ist der nie gesteckt? Aha. Okay, dann. Ja, bevor ich dort reingehe, werde ich auf jeden Fall meine Waffen nochmal aufwerten. Ja. Aber erstmal die Punkte vergeben. So. Stahl. Oh, das ist alles schon. Das ist auch alles schon. Das auch. Das ist auch alles. Auch. Auch, jawohl. Stärke. Also, da könnte ich noch etwas vergeben. Angriff plus 20, ausweichen 20, parieren. Mhm. Was haben wir da? Ausdauer, Ausdauer, Intelligenz, Zeichen. Ich mach mal da das mit dem Angriff. Da braucht's Gold. So. Es ist bald schon zu spät. 50% gegen Niederschlagen. Okay. Schaden plus 10, das machen wir auch. Da brauchen wir Silber. Silber.
Das ist auch Silber oder was? So. Gut. Dann werden wir mal ein Stündchen meditieren. Ach, ist das schön. Schön ruhig hier. So, da vorne ist wieder Mutation. So, aber fürs Erste werden wir die Folge beenden. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.